Hallo und herzlich willkommen hier zu BHD. Heute boxen wir mal einen elektrischen Cupcake-Automaten an von Eltern. So ein Cupcake-Automat kostet ca. 15 Euro auf Amazon. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung. Und wir packen das Ganze erstmal aus. Also der Karton ist leer jetzt. So ein paar Schutzpolster sind dabei. Eine kleine Gebrauchsanweisung. Nochmal eine Tüte eingepackt und hier ist das Wichtigste, also die Heizplatten, einmal für oben und einmal für unten. Schwuppdiwupps. So sieht das Ganze von nahen aus. Das machen wir, bevor wir das benutzen, noch mal ein bisschen sauber. Relativ schick. Da kann man dann immer, wir haben so 5 cm Durchmesser, kann man immer 7 kleine Cupcakes machen. Und wenn man die dann fertig hat, kann man die nächsten machen. Dazu halt, wie immer, ganz normaler Stecker. So. Dann machen wir mal den Deckel wieder zu. Ganz in die Steckdose rein und dann sieht man, ist hier eine rote Lampe, also es heizt auf und wenn es warm genug ist, leuchtet dann die grüne Lampe. Wenn ihr den Cupcake-Automat das erste Mal verwendet, könnt ihr den ruhig erstmal 10 Minuten bis Viertelstunde anlassen, da der so einen Geruch hat, als wenn man ein Herz das erste Mal anschließt, also so nach neu. Und wenn dann der Geruch ein bisschen verzogen ist, ihr seht auch, es dampft leicht. Dann könnt ihr das Ganze vorsichtig sauber machen, wenn es wieder abgekühlt ist und dann für eure Cupcakes benutzen. Und dann können wir dann damit leckere kleine Cupcakes machen. Wir probieren das gleich mal aus und ich hole die Zutaten. Für das Rezept brauchen wir 350 Gramm Mehl, 100 Gramm Stärke, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 200 Milliliter Sahne. Also keine Butter, wir machen das mal mit Sahne, das geht auch. 3 Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, eine Packung Backpulver, einen Spritzer Zitronensaft und ein bisschen Öl zum Einreiben vom Cupcake Maker. Nehmen wir einfach so einen Pinsel und streichen das Ganze ein, bevor wir dann nachher den Teig machen. Und als Zubehör brauchen wir so einen Handrührer mit Knethaken und eine Schüssel. Als erstes nehmen wir die ganzen flüssigen Zutaten, wie die 2 Eier. Dann die 200 Milliliter Sahne. Einen Spritzer Zitronensaft, könnt ihr auch frischen nehmen. Danach machen wir mit Zucker weiter, als erstes Vanillezucker. 3 Päckchen. Eine Prise Salz. 200 Gramm normalen Zucker und zu guter Letzt, bevor wir das anfangen zu verrühren, das Päckchen Backpulver und die Stärke und das Mehl geben wir nach und nach hinzu, während die Maschine, also der Handrührer, den ganzen Teig verrührt. Thank you.
der Teig ein bisschen zu fest sein, könnt ihr noch einen guten Schuss Milch hinzugeben. Nachdem er so eine samtliche Konsistenz hat, nicht ganz so fest wie ein Hefeteig, den man jetzt kneten muss, aber auch nicht ganz so flüssig wie ein Teig, also jetzt wie so ein Pfannkuchenteig, dann ist er genau richtig, muss so ein bisschen in der Schüssel zerlaufen und dann können wir schon unsere Cupcake-Form leicht vorbereiten. Machen wir einen Stecker rein. Bei meiner ist es so, wenn es noch nicht ganz heiß ist, leuchtet da ein rotes Lämpchen. Wir lassen den ein bisschen aufheizen und bestreichen den schon mal mit Öl, damit nachher unsere Cupcakes nicht anbacken. Einfach so ein bisschen bestreichen. Ihr könnt das auch mit Butter machen. Das ist einfach nur, damit wir es dann nachher leichter aus der Form bekommen. Das bestreichen wir oben auch, damit es nicht so klebt. Schwuppdiwupps. Nachdem unser Cupcake-Maker aufgeheizt ist, sieht man bei meinen an dem grünen Licht, können wir nun den Teig nehmen. Wir machen die kleinen Cupcakes nicht ganz voll bis zum Rand, sondern lassen so einen halben Zentimeter bis Zentimeter Platz. Und am besten nehmen wir einen Esslöffel, um das Ganze zu portionieren. Das Ganze könnt ihr, wenn ihr euch euren Finger nicht einsauen wollt, noch mit einem Teelöffel abstreifen und so ein bisschen da reindrücken in die Form. Nachdem wir alle Förmchen gefüllt haben, ihr seht schon, geht ein bisschen auf. Geben wir den Deckel runter und warten ca. bei diesem Mini-Cupcake-Maker ca. 5 Minuten bis 10 Minuten. So, unsere Muffins waren jetzt 7-8 Minuten lang im Cupcake-Maker. Sind noch ein bisschen hell. Wenn ihr es dunkler mögt, könnt ihr sie noch ein bisschen drin lassen. Ich werde sie, glaube ich, noch jetzt 3 Minuten drin lassen. Aber man könnte sie theoretisch schon rausnehmen. Der Teig ist schon durch. So, unsere kleinen Cupcakes sind oben leicht bräunlich, so müssen sie sein. Da habe ich jetzt schon ein kleines Brettchen, also 10 Minuten reichen da vollkommen aus. Ich schiebe es mal ein bisschen hinter, damit ihr das sehen könnt. Ich habe hier ein kleines Küchenbrett und wir nehmen, damit wir es besser rausnehmen können, so 2 Holzstäbchen. Ups. Da verbrennt man sich dann auch nicht die Finger. Ihr seht schon unten schön braun geworden, oben hell. Oben kann man das Ganze dann noch verzieren. So. So, und fertig sind die Muffins von unseren Cupcake Maker. Ich werde noch ein paar andere Rezepte mit euch ausprobieren. Das war jetzt einfach nur, um zu zeigen, wie die Maschine funktioniert. Sind relativ lecker geworden. Wer möchte, kann die jetzt noch verzieren. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den weiteren Videos. Schau euer Locke von WHD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, wad.com. Bis bald!